Hi Otto und Community natürlich. Willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für den Arctic DeLorean. Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Musste von Kind auf immer schon viel im Garten helfen. Ja, Rasenmähen, Laubhaken, Fegen, die ganzen Geschichten, ja. Außerdem haben meine Eltern auch einen eigenen Wald, wo wir auch schon als Kinder immer beim Bäumefällen, Holzhacken helfen mussten. Meist im Winter bei klirrender Kälte. Vater hat immer Mettbrötchen mitgenommen und ein bisschen warme Getränke. Und bei der klirrenden Kälte lässt sich das Holz einfach am besten spalten. Und außerdem hat man das ganze Laub nicht dran an den Bäumen, weswegen man die Bäume auch am besten fällen kann. Und natürlich auch keine brütenden Vögel, in dem man stört. Also war das eigentlich immer im Winter der Fall. Das Größte war mal eine 150 Jahre alte Randbuche am Waldrand mit entsprechend vielen Verästelungen in der Krone. Die hatte so guten Meter Stammdurchmesser. Also da musste man schon, um den Stamm in einzelne Scheiben zu zersägen, zweimal ansetzen mit dem 60er Schwert. Also einmal sägen hat da nicht gereicht. Vater hat die Scheiben gesägt und mein Bruder und ich, wir haben mit so einem Stahl- oder Alukeilen die Scheiben dann geachtelt. Ja, meine Großeltern, die haben auch in dem Dorf, wo auch der Wald heute noch ist, haben die Großeltern früher einen Bauernhof betrieben. Da habe ich auch schon von Kind auf immer viel mit den Tieren mitgeholfen. Kühe auf die Weide bringen, melken, Eier holen von Hühnern, Kaninchen schlachten, Hühner schlachten, Schweine schlachten. Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Also die größte Challenge im Leben sowieso schon bewältigt, Kinder großzuziehen. Die beiden sind mittlerweile jetzt 14 und 12 Jahre alt. Ja, ich freue mich, dass sie jetzt einfach in so einem Alter sind, wo der Vater vielleicht auch mal ein paar Tage weg sein kann und an so einer coolen Geschichte wie dem Arctic Warrior halt teilnehmen kann. Da würde ich mich auf jeden Fall super drüber freuen. Also ich habe einen Angelschein, auf jeden Fall. Bin also auch im, Fische jagen zumindest geübt. Und auch Fische zerlegen, filetieren, geübt. Und sowieso, was das Outdoor-Kochen angeht, da bin ich sowieso auch eine große Leidenschaft von mir. Dutch-Öfen, nur offenem Feuer, im Kessel, Gulasch zuzubereiten oder ähnliches. Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ich kaufe mir auch hier regelmäßig von den Jägern hier aus unserer Umgebung, unserem Dorf, ganze Tiere, also Rehe oder Wildschweine, die ich dann auch selbstständig zerlege. Ja, dann gibt es immer schön Kesselgulasch, Wildschwein oder Reh oder auch schöne Steaks oder Braten, je nachdem. Also ich habe mal Mechaniker gelernt, Industriemechaniker, von daher bin ich gut in Sachen reparieren und Sachen in Stand halten. Hab dann den Grundwehrdienst absolviert bei der Bundeswehr, auch in der Instandsetzung, wo ich meine Fertigkeiten noch weiter ausbauen konnte. Aber natürlich habe ich auch die Grundausbildung dort absolviert und Grundüberlebenstechniken gelernt. Ja, danach bin ich erstmal wieder meinem Mechanikerleben nachgegangen, eine Zeit lang. Hab dann aber noch ein Studium zum Maschinenbau begonnen, was ich auch zu Ende gebracht habe.
und bin somit jetzt also Maschinenbauingenieur. Ja, ich denke, meine Kenntnisse kann man in der Wildnis gut gebrauchen. Ich kann gut Sachen reparieren, ich kann gut Sachen bauen, ich kann gut improvisieren, Sachen erfinden. Ich habe jetzt so im privaten Feld nicht so viel Outdoor-Erfahrung in dem Sinne, allerdings ein paar Sachen haben wir schon mal gemacht. Zum Beispiel sind wir mal 1000 Kilometer Fahrrad gefahren, auch mit den Kindern, haben nachts in Zelten übernachtet und ein Jahr darauf haben wir eine Schleswig-Holstein-Umrundung mit dem Fahrrad gemacht. Das war auch auf jeden Fall ein gutes Outdoor-Erlebnis, weil es eigentlich fast nur geregnet hat. Ja, wir haben es durchgezogen. 2 Wochen hat es gedauert. Einmal rund um Schleswig-Holstein gefahren mit dem Fahrrad und mit Zelten. Alles eigentlich immer klitschnass gewesen. Ja, ansonsten habe ich im Bushcraft-Bereich jetzt nicht so viel Erfahrung außer halt bei der Bundeswehr. Aber Bock habe ich auf jeden Fall auf solche Geschichten. Und finde das eine coole Sache mit deiner Idee, dem Arctic Warrior. Und ich hätte richtig Bock, mich da durch die Kälte durchzukämpfen. Abends am Lagerfeuer warm Tee trinken, das wäre schon cool. Tagsüber ordentlich Gas geben, Kilometer machen. Ja, das hätte schon was. Ja, dann freue ich mich auf eine Rückmeldung und ich bin gespannt. Macht's gut. Ciao.